Hallo Grillfreunde, herzlich willkommen bei mir im Garten. Heute machen wir diesen wunderbaren Spießbraten und dazu ein bisschen gegrilltes Gemüse. Und wie wir das machen, das seht ihr jetzt. Für unseren Schweinebraten vom Drehspieß habe ich hier ungefähr 1,6 Kilo Schweinerücken. Also kein Schweinenacken, sondern Schweinerücken, den Lachs, wie man so schön auch sagt. Da werde ich jetzt außenrum die Haut ein bisschen, oder besser gesagt die Außenseite ein bisschen anschneiden, damit wir einfach mehr Oberfläche bekommen. Dann wird das Ganze gewürzt, wieder in der dünnen Lage von meiner Hot Sauce. Das ist optional, müsst ihr nicht machen. Und dann nehme ich hier unser Gyros-Gewürz. Wie wir das machen, habt ihr ja schon mal gesehen. Verlinken wir euch auf jeden Fall nochmal. Ich finde, das passt sehr gut zu Schwein und zu so einem Drehspieß ideal. Und dann geht das Ganze auf den Drehspieß und dann auf den Grill. Ich habe hier meinen kleinen Kopfgrill, den habe ich neu, den habe ich da eingerichtet für. Bin schon ganz gespannt, wie das funktioniert. So, ich habe hier den Kopfgrill, der ist mit Gas betrieben. Ich habe jetzt auf fast kleinste Stufe gestellt. Mal gucken, wo wir da gleich sind. Thermometer haben wir nicht. Ich werde das einfach zwischendurch mit einem eigenen Thermometer nachmessen. Ich baue das jetzt zusammen und dann machen wir das Ding an und dann lassen wir es erstmal laufen und gucken, wie sich die ganze Sache entwickelt. Unser Spießbraten sieht schon sehr gut aus, hat jetzt ungefähr 50 Grad Kerntemperatur, also wir brauchen jetzt noch so 8 Grad, würde ich das schätzen. Es ist genau der richtige Zeitpunkt, uns ein bisschen Gemüse dazu zu machen. Da kann man jetzt natürlich nehmen, was immer man möchte. Ich habe hier noch ein paar Champignons, Lauchzwiebeln, einen kleinen Pak Choi und Chicorée, ist vom letzten übergeblieben. Schneide ich in kleine Stücke, aber nicht zu klein, sondern so, dass wir die schön einölen können, würzen können, dann auf den Grill dazulegen können und so, dass alles in etwa gleichmäßig fertig ist. Ich werde das Ganze einfach nur ein bisschen einölen. Ich habe hier mein Chiliöl. Und dazu kommt dann noch ein bisschen Gewürzmischung. Da überlege ich gerade, was ich nehme. Das haben wir hier. Unsere Gyros-Gewürzmischung haben wir ja schon auf dem Fleisch. Also perfekt. Unser Spießbraten war jetzt ungefähr 1,5 Stunden drauf, das Gemüse so eine Viertelstunde in etwa. Ich hole den jetzt runter, schneide den mal an, dann können wir nämlich endlich probieren. Ich habe jetzt alles runtergenommen. Ich werde den Spießbraten jetzt vom Spieß nehmen und natürlich auch anschneiden und probieren. Ich möchte mich aber schon mal fürs Zusehen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Probiert es ruhig mal aus, es geht ganz einfach. Funktioniert selbst auf so einem klitzekleinen Grill wirklich absolut hervorragend.